Es ist ja so einer meiner Lieblingssätze. Das erste Mal vergisst man nicht. Lieber Jens, Nürburgring Nordschleife 24-Stunden-Rennen. Hier ist es das 44. Rennen. Für dich ist es das allererste. Jetzt erklär mir mal so, was hast du die letzten Tage erlebt? Was sind die Eindrücke? Ja, ist schon beeindruckend. Was hier von der Logistik da definitiv dahinter hängt, was diese ganzen Rennteams hier auf die Beine stellen. Ich glaube, 5-mal in Folge war ich jetzt eingeladen hier und jetzt habe ich gesagt, jetzt gucke ich mir das auch mal an. Und das kann man, glaube ich, wenn man sich das so im Fernsehen anschaut, kann man das gar nicht so begreifen. Dafür muss man hier wirklich mal an die Strecke. Gut, jetzt hatte ich natürlich einen Rennerbruch. Das ist, glaube ich, ja, selten ist es nicht, aber es kommt schon mal vor hier. Aber für mich war es, was ist denn jetzt los? Ja, was passiert jetzt? Das war noch spannender wahrscheinlich. Gut, Eifelwetter kannte ich schon vom diversen VLN-Rennen, aber es war gestern schon echt heftig hier, ja. Der Jens sagt es, wir hatten echt heftiges Wetter. Selten ist das nicht beim 24-Stunden-Rennen. Wir haben es eigentlich die letzten Jahre oft so gehabt, dass es pünktlich zum Rennen ordentlich runtergeregnet hat. Dieses Mal war es so heftig, dass die Autos den Berg nicht mehr hochgekommen sind, weil das voller Graupel und Hagel. Wenn du jetzt so ein bisschen Revue passieren lässt, doch ist das Rennen nicht vorüber. Aber wie sind so die Emotionen, wenn du da draußen diese Autos, die Geräusche, ist das etwas, wo du sagst, muss man als jemand, der ein bisschen Benzin im Blut hat, auf jeden Fall mal machen? Ich finde, jeder, der ein bisschen Benzin im Blut hat, muss das auf alle Fälle mal gesehen haben. Ob es direkt das 24-Stunden-Rennen sein muss, weiß ich nicht. Ich denke, ein normales VLN-Rennen würde auch erstmal reichen. Fahren ja die ähnlichen Fahrzeuge rum. Und ich kriege da eine Gänsehaut. Wenn hier so ein Wagen noch vorbei donnert, ich kriege da wirklich Gänsehaut. Und das ist, das ist geil. Die Veranstalter haben dieses Jahr zum ersten Mal auch die Platzierungen in die Seitenscheiben reingemacht. Hat dir das persönlich geholfen? Ja, vor allem bei der Dunkelheit. Ne? Die leuchten ja nachts und dann sieht man also, alles klar, der ist jetzt Erster, der ist Zwölfter, der ist 122. Aber ganz ehrlich, ich glaube, am Ende ist die Platzierung hier scheißegal. Wichtig ist, dass sie durchkommen. Und wenn die durchkommen, ist jeder, der durchkommt, ist ein Gewinner. Und ich würde sogar sagen, jeder, der hier teilgenommen hat, ist schon Gewinner. Also grundsätzlich sagt man, jeder, der ankommt, ist mal ein Sieger. Ne? Nach 24 Stunden Rennen immer noch anzukommen. Wobei die Werke natürlich das Rennen hier voll im Griff haben. Aber du hast richtig gesagt, die alle, die ankommen, die durchkommen, sind ein Sieger. Die Uhr tickt noch. Wem drückst du jetzt endgültig die Daumen? Weil es sind ja schon einige rausgeflogen, es sind nicht mehr alle dabei. Wofür schlägt dein Herz, auch wenn wir jetzt hier im Nismo-Camp sitzen? Du darfst ganz frei sagen, für wen dein Herz schlägt. Habe ich die ganze Zeit gesagt. Ich habe meinen Daumen gedrückt für den 204, für das Auto von Project One. Mit dem Benny Leuchter da drauf, der fährt auch noch. Dann haben wir immer gesagt, das Team von Bernd Schneider drücken wir die Daumen. Mit der Nummer 4, dem Nissan GT-R natürlich, der ist auch noch aktuell dabei. Und auch den BMW von Walkenhorst mit der Startnummer 909. Das Schöne ist, alle Fahrzeuge, wo wir beide gesagt haben, da sind wir für, die sind auch noch im Rennen. Und entschieden ist ja noch gar nichts. Das Rennen läuft, glaube ich, noch 4 Stunden und dann ist hier halt, irgendeiner wird durchkommen davon. Also am Ende ein gutes Omen. Alle, mit denen wir ein kurzes Interview geführt haben, sind noch mitten im Kampf dabei. Und Bert Steider führt momentan. Also ich glaube, das wird ein richtig gutes und auch erfolgreiches erste 24-Stunden-Rennen dann für dich. Ich glaube, wir sehen uns nächstes Jahr wieder hier, oder? Wir sehen uns, glaube ich, nächstes Jahr wieder und dir möchte ich danken, Björn. Und wenn ihr da draußen lesen wollt, was über das 24-Stunden-Rennen oder euch die Grid-Girls angucken wollt, einen Blick in die Boxengasse führen wollt, die dürfen wir euch alle nicht zeigen, weil wir dürfen keine bewegten Sachen zeigen, keine bewegten Rennautos. Dementsprechend schaut drüber bei mein-auto-blog.de, da gibt es nämlich die ganzen Bildergalerien und da wünsche ich euch jetzt schon viel Spaß. Bleibt mir nur noch zu sagen, viel Spaß und danke. Bis bald. Ja, und das war mein 24-Stunden-Rennen hier vom Nürburgring und ihr seht es, ich habe... Ja, ein glückliches Gesicht mache ich. Ich mag das einfach, wenn ihr die Motoren vorbei, sondern die ganzen Fahrzeuge vorbeifahren. Und ich kann euch einfach nur empfehlen, wenn ihr mal so einen Blick hinter die Kulissen werfen wollt von so einem Rennteam, von so einer Veranstaltung grundsätzlich, dann besucht einfach mal so ein VLN-Rennen hier am Nürburgring. Ich glaube, einen viel besseren Eindruck könnt ihr dann gar nicht bekommen. Hat euch das jetzt gefallen? Wir haben jetzt viele 24-Stunden-Spezialvideos gedreht. Wir waren gemeinsam in der Box von Benny Leuchter und dem VW Golf GTI TCR. Wir waren bei Dunlop und haben uns den Walkenhorst M6 angeguckt mit der Startnummer 999. Wir haben euch den Nissan GTR gezeigt, Nismo. Wir haben euch gezeigt einmal diese Nissan, dieses Racecamp und natürlich auch über den Rennabbruch gesprochen mit Bernd Schneider. Das heißt, wenn euch solche Videos gefallen hat, dann einfach mal hier ein Like da lassen, einfach mal sagen, ja, davon demnächst mehr, gerne mehr Live-Berichterstattung und dann gucken wir einfach mal, ob wir das möglich machen können. Weitere 24-Stunden-Rennbeiträge gibt es bei mein-auto-blog.de von meinem geschätzten Kollegen Björn, der hier auch immer die ganze Zeit die Kamera gehalten hat, wenn ich im Bild war. Und ich würde sagen, bis zum nächsten Video, euer Jens.